Das Freizeitangebot wurde in Vorarlberg wieder erweitert. Seit März 2015 finden zum Beispiel Kletterer und Sportbegeisterte in Rankweil eine neue Boulderhalle vor. Bouldern, so nennt sich das ungesicherte Klettern in geringer Höhe. Also wie wir da im Hintergrund sehen, ist da unser Logo aufgerissen. Das ist einmal ein Steinblock. Steinblock bedeutet übersetzt ins Englische Boulder, darum auch der Name Bouldern. Und in dem Steinblock drinnen ist ein Steinbock. Der symbolisiert ein Tier, das sich spielerisch im felsigen Gelände bewegt und sehr elegant das Ganze macht und mit Leichtigkeit. Danach sieht man ihm, wenn man den Steinbock ansieht, eine Hand. Das soll die soziale Komponente des Bouldersports unterstreichen und auch sich das Händereichen symbolisieren. Und auch natürlich steht es dafür, für das Klettern an sich, für das Greifen. Seitwärts, gerade hinauf oder über Kopf. Geübte und weniger Geübte können hier ihrer Leidenschaft nachgehen. Und die Boulderhalle wird gut genutzt. Über 3500 Kunden haben sich bereits in der Boulderhalle versucht. Das Bouldern ist nicht nur für Erwachsene etwas. Auch Kinder finden ihren Spaß am sicheren Klettern. Die extra für Kinder gebaute Kletterwand mit Rutsche sorgt für zusätzlichen Spaßfaktor. Ganz speziell hier ist die Atmosphäre. Es ist alles sehr gemütlich eingerichtet, sodass es einlädt, zum sich wohlfühlen, zum sich entspannen, ein bisschen zu quatschen oder irgendwas. Ja, und einfach gemütlich bouldern und Spaß haben. Das Besondere an den Routen oder Touren ist, dass sie in verschiedenen Farben abgestuft sind und die Anfänger sowie die Fortgeschrittenen alle nebeneinander klettern können. Wir haben alle Schwierigkeitsgrade nebeneinander und so kann jeder mit jedem bouldern gehen. All diejenigen, die zum ersten Mal klettern, können vor Ort Kletterschuhe ausleihen. Diese erleichtern das Klettern wesentlich. Einzigartig in der Boulderhalle ist das Klettern auf zwei Ebenen. So kann vom Erdgeschoss in den ersten Stock geklettert werden. Das Erfolgserlebnis bei einer erfolgreich absolvierten Route sorgt besonders bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen für positive Erlebnisse. Unterteilt ist die ganze Halle in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. So findet wirklich jeder Wende, die seinem Können entsprechen. Ja, wir haben hier verschiedene Griffe. Also es gibt zum Beispiel die roten, das sind die leichtesten. Dann geht es über orange, gelb, grün und so weiter. Haben wir verschiedenste Schwierigkeitsgrade, wo man klettern kann. Es gibt außerdem noch verschiedene Steingriffe, wo man einfach ein bisschen das Feeling vom Fels noch hat und in verschiedensten Schwierigkeiten hier ein bisschen probieren kann. Wir haben hier verschiedene Routen, hier zum Beispiel eine im Überhang zum Training. Ein bisschen bessere Griffe noch mit der roten Farbe, aber trotzdem durch den Überhang braucht man schon ein bisschen mehr Armkraft und ein bisschen die richtige Technik und dann schafft man es auch leicht bis zum Top. Für diejenigen, die die Herausforderung suchen, gibt es im ersten Stock zahlreiche Möglichkeiten zu trainieren. Beim Moonboard kann zum Beispiel mittels einer App die Kletterwand angesteuert werden. Anhand der Lichtpunkte in der Wand sieht der Kunde, welche Route er klettern muss und kann so den Schwierigkeitsgrad ständig erhöhen und das Training optimieren. Auch zahlreiche weitere Trainingsmöglichkeiten finden die Besucher vor. Also für mich ist das Besondere, dass man einfach nach dem Schaffen herkommen kann. Und gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden im Winter und es früher dunkel wird, dann ist es echt cool, daher zum Kommen, ein bisschen zum Abschalten vom Schaffen. Genau. Also es gibt ständig neue Challenges, weil sie alle zwei Wochen neue Routen machen und es wird irgendwie nie langweilig, weil man halt immer neue Routen hat. Die lässige Boulder, was ist oben, dementsprechende Steigungen, dass man Strom kriegt für den Sommer zum Duserklettern. Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich da bin, zum Trainieren. Nach einem gelungenen Training oder Familienausflug können die Erfahrungen dann an der Bar noch gemütlich ausgetauscht werden. Gerade um die Weihnachtszeit bzw. den Jahreswechsel ist Trainieren angesagt. Gleich mehrere Möglichkeiten, sich wieder in Form zu bringen, gibt es dabei im Fitpark. Am Stammsitz in Nenzing oder auch im zweiten Studio in Ludesch erwarten die Besucher fast unzählige Möglichkeiten, die guten Vorsätze fürs neue Jahr in die Tat umzusetzen. Ja, ich habe eigentlich ein sehr vielfältiges Angebot. Bei mir angefangen von Crossfit im Outdoor-Park bis hin zum EMS-Training, zu Powerplate, zu Zumba, zu Jumping Fitness. Ich habe sehr viele Möglichkeiten.
Trainieren heißt im Fitpark Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die bestens ausgebildeten Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Übungen richtig ausgeführt werden und erstellen für jeden einzelnen Kunden den individuell abgestimmten Trainingsplan. Ich brauche keine Mitarbeiter, die große Versprechungen machen, sondern ich brauche Mitarbeiter, die ihre kleinen Versprechungen einheben. Und solche Leute habe ich im Studio und darum passt es auch so gut. Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Eine uralte Weisheit, die im Fitpark Menschen quer durch alle Generationen anspricht. In den letzten Jahren hat sich in der Fitnessbranche viel getan. Viel mehr junge Leute schauen extrem auf ihren Körper, auf ihre Ernährung und es boomt wahnsinnig. Aber auch das ältere Semester kann sich im Fitpark in Form halten. Was mir jetzt aufgefallen ist in den letzten Jahren, also es sind nicht nur die Jungen, die sehr fitnessbegeistert sind, sondern es kommen auch immer mehr ältere Leute ins Studio, weil Krafttraining im Alter sehr wichtig ist. Und wir haben da zum Beispiel den Dr. Wolf-Zirkel, der jetzt speziell für ältere Leute konzipiert worden ist. Der Erfolg von Mike Zech und seinem Team kann sich sehen lassen und wird von immer mehr Kunden angenommen. Deshalb wird in Kürze direkt beim Busplatz in Feldkirch ein weiteres Studio eröffnet. Also das ist so, die kommen da mit Chipkarte rein, können von morgen um 6 bis am Abend um 11 trainieren. Und ja, natürlich mit den neuesten, modernsten Geräten wird das Studio ausgestattet sein. Das ist in einer Tiefgarage, da war jetzt die letzten 10 Jahre eine Diskothek drin. Und in Feldkirch Stadt hat es noch nie ein Studio gegeben. Und das reizt mich natürlich wahnsinnig, um jetzt da ja, einen dritten Fitpark zum Aufmachen. Den Fitpark gibt es in Zukunft also gleich dreimal. Alle Infos zu den Studios oder auch zu den verschiedenen Trainingsmöglichkeiten gibt es im Internet unter www.fitpark.at.